Also ich finde, dass die Bundesligaspiele jetzt demnächst Geisterspiele werden, nicht ganz so schlimm, als dass man vielleicht viele, viele Menschenleben retten kann. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, denn ich habe heute einen Hashtag Ehrenmann auch im mein Streamtitel. Das bin nicht ich, das ist jemand anders, aber seid gespannt, was da auf euch zukommt. Und eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll zu dem Thema. Also heute so ein bisschen Thema Real Talk. Ja. Ihr seht im Hintergrund so ein bisschen Clash of Clans. Oh, das ist laut, so höre ich gerade. Ah ne, das geht so. Und also so ein bisschen Clash of Clans geht bei mir natürlich immer im Hintergrund. Aber ich will heute mal so ein bisschen Real Talk sprechen. Denn ihr wisst, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch. Ich bin ein ganz normaler Clash of Clans Spieler und gucke immer mal wieder andere Kanäle. Oder auch andere Livestreams. Ich gucke beim Noobs die Livestreams, beim Ezo die Videos und ich gucke auch ganz andere Kanäle. Also auf Twitch gibt es ja einige Kanäle, also nicht nur mich, der da livestreamt, sondern auch welche, die habt ihr noch nie gehört, aber egal, guckt einfach mal dort rein. Aber es gibt noch einen, den gucke ich schon ganz, ganz lange. Das ist der Mr. Mobile Fanboy. Denn, ja, ich sage immer Mr. Mobile Fred oder Mr. oder Mobile Fred oder so. Das ist immer so ein bisschen ironisch gemeint. Das ist nichts gegen ihn oder so, aber er ist auch für mich ein Clash of Clans Spieler der ersten Stunde. Also für mich jetzt meine ersten Stunden habe ich mit ihm verbracht. Und er ist heute mein Ehrenmann, denn er hat so ein kleines Thema aufgegriffen. Das hat er schon das zweite Mal gemacht. Und das finde ich halt so ehrenhaft, dass er über jemanden gesprochen hat, der verstorben ist. Aus seiner Community, das tut mir auch eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern das tut mir auch sehr, sehr leid, denn ich habe gesehen, dass diejenige auch bei mir ab und zu mal einen Kommentar hinterlassen hat. Und das hat mir eigentlich den Ansporn gegeben, das Ganze hier nochmal, ich will nicht sagen zu würdigen oder so, aber das Ganze nochmal anzusprechen, denn ich finde es unheimlich couragiert, das zu machen, denn der Mobile Fanboy, ich verlinke euch das Video mal oben in der Beschreibung, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen anderen YouTuber oben in der Beschreibung verlinkt, aber das mache ich jetzt mal in der Infokarte auf dieses Video, denn der hat das Ganze dort noch mal so ein bisschen Hintergrund beleuchtet, hat das noch mal ein bisschen beschrieben, was da eigentlich los war. Und er sammelt schon seit, ich glaube, seit ein oder zwei Folgen für die DKMS, das ist die deutsche Knochenmarkspenderdatei. Dort gehen also Gelder hin, um Leukämiekranken zu helfen. Und das finde ich Hashtag Ehrenmann. Finde ich wirklich Hashtag Ehrenmann, muss ich mal so sagen. Und es hat mich auch unheimlich nachdenklich gemacht. Deswegen habe ich gedacht, Thorsten, das kannst du nicht so auf dir sitzen lassen. Da musst du einfach mal, du musst einfach mal reacten. Und nicht im negativen Sinne oder so oder im ironischen Sinne, sondern so ein bisschen im positiven Sinne. Also ich möchte auch nicht auf diesen Zug aufspringen oder so. Das braucht ihr nicht glauben. Denn ich finde die Sache, ich finde die Sache sehr, sehr gut. Und auch dass er das macht, also der Fred, ich glaube, er ist Frederik, ich weiß es gar nicht so genau, ist jemand, der eine enorme Reichweite hat und der das sicherlich gut steuern kann. Er macht das auch sehr, sehr gut. Und auch seine Videos sind ja ein bisschen anders geworden, will ich mal so sagen. Nicht deswegen anders geworden, aber sie sind schon so ein bisschen reifer geworden. Ich gucke ihn immer noch. Also, da oute ich mich mal, Fred. Wenn es ein gutes Thema ist und ein cooles Thema, aber es geht ja immer so ein bisschen um Clash of Clans. Und das interessiert mich auch. Und deswegen kann ich, musste ich heute einfach mal dazu, ja, nicht reacten, will ich nicht sagen, aber ich finde das unheimlich couragiert. Ich finde das unheimlich gut, dass er das gemacht hat, dass er nochmal zu der Spendenaktion aufgerufen hat, auch in dem Video, was ich euch ja, wie gesagt, nicht nur in der Infokarte verlinke, sondern auch im Endcut werdet ihr das nochmal sehen. Das gönne ich dem Ehrenmann heute einfach mal. Und ihr seht, ich bin auch so ein bisschen begriffen oder so. Also das Ganze hat mich auch ein bisschen ergriffen, denn in der Zeit, wo wir jetzt gerade so ein bisschen schweres Leben haben hier, dann noch so ein Video zu bringen, ist auch schon nicht ganz ohne. Ist auch schon nicht ganz ohne, finde ich. Und jemanden dann zu verlieren, das ist immer sehr, sehr schwer, gar keine Frage.
Das weiß ich nicht, ob ihr das schon erfahren habt in euren jungen Jahren. Also ich mit meinen etwas älteren Jahren habe das schon öfter mal auch so empfunden. Und es ist nicht ganz einfach. Es ist nicht einfach. Es ist schon eine Sache, wo du tiefer drüber nachdenkst, wo du auch drüber nachdenkst, was ist mit meiner Familie auch in den heutigen Zeiten tatsächlich. Denke ich darüber nach. Wir können gerne mal Real Talk sprechen, heute Abend auf Twitch TV. Da könnt ihr mich ruhig drauf ansprechen, was ich von der ganzen Sache im Moment halte. Also, was dort in der Presse geht mit Corona und was man glauben kann, auch hier im Ort gibt es mittlerweile die ersten Erkrankten. Kann ich ja, man braucht das gar nicht verheimlichen oder so. Ist das jetzt nur Medienspielerei oder ist das jetzt Aufbauscherei oder tut die Regierung tatsächlich was für uns? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Hat unsere Regierung dort rechtzeitig darauf reagiert, dass etwas auf uns zukommt, was unter Umständen Menschenleben kostet? Ja? Das ist sicherlich bei der Leukämie nicht so. Das ist eine sehr, sehr schleichende Krankheit und dem kommst du nur entgegen, indem du sehr, sehr stark bist. Und ich glaube, sie war sehr, sehr stark. Denn wie gesagt, ich habe das Video gesehen. Ihr müsst euch das anschauen. Dann versteht ihr vielleicht so ein bisschen den Hintergrund. Und es ist, wie gesagt, das zweite Mal, dass auch der Mobile Fanboy dort für sammelt. Und ihr könnt das auch gerne machen, ohne dass ich jetzt irgendeinen Hintergrund dazu habe. Also unter diesem Link dieses Videos sind die ganzen Links. Also einmal zu seinem Video und auch der Spendenaufruf-Link ist dort. Ihr könnt auch dort, wie ich, anonym spenden. Also ihr taucht dann nicht mit Name auf oder so. Und macht das ruhig, denn jeder Euro hilft. Das sagt er auch öfter mal in seinen Videos. Und das finde ich ganz, ganz erstrecke Ehrenmann. Muss ich mal so sagen. Ich bin echt so ein bisschen ergriffen gerade, weil mich das Thema so ein bisschen auch selber berührt. Also jetzt nicht ich so oder, aber im Bekanntenkreis und so ist das dann schon gang und gäbe. Oh, wir haben was live. Wir haben was live dabei. Okay. Und ich wollte es nur mal ansprechen. Bin eigentlich nicht so einer, der auf irgendwelche Sachen reactet oder so, aber das war einfach mal nötig so. Das war einfach mal so ein bisschen nötig, dass oh, werden das noch, oh komm, lass es noch 2 Sterne, ein Stern wenigstens werden, 48%. Ist das knapp vom Lennart hier. Okay, ich muss auch noch ran, ich muss auch noch ran, mache ich gleich auch. Also ein bisschen Clash of Clans gibt es auch hier, auch wenn wir in etwas schwereren Stunden sind 55%. Okay, aber 2 Sterne wären es nicht mehr, aber einer wird es in jedem Fall. Ich hoffe, das ist jetzt heute nicht ganz so schlimm, dass es mal ein bisschen Real Talk gibt, aber Real Talk gibt es auch immer bei mir in den Streams. Und wie gesagt, ich habe nicht nachgefragt, ob ich das überhaupt machen darf, denn ich bin eigentlich in einer nicht erreichbaren Nähe zum Fred, auch wenn wir zusammen bei Clash of Clans im Discord sind, habe ich jetzt nicht gesagt, du, sag mal, kann ich das machen? Stört dich das oder was auch immer? Das ist überhaupt nicht eigensinnig, sondern es soll der Sache nützen. Und wie gesagt, wenn ihr dort unten auf den Spendenlink geht, jeder Euro zählt und er hat auch schon richtig viel gesammelt. Das ist richtig schön, dass die Sache auch etwas bewirkt. Okay, ihr habt das gesehen. Ich muss auch noch ran, allerdings nicht gegen ihn hier. Aber mal gucken, was der Nügen hier gemacht hat gegen diese Base hier. Okay. Sui, wie nennt man das? Sui Lalu, ne? Sui Lalu nennt man das hier. Ah, ja. Ich tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer im Sprechen, muss ich sagen. Je tiefer ich darüber nachdenke und dieses Video immer noch am Stück aufnehme, desto schwerer tue ich mich eigentlich, über die Situation nachzudenken, was ich hier eigentlich gerade mache. Aber ich glaube, es ist ganz gut und ich hoffe, es dient dem Zweck. Und dann macht mich das umso glücklicher, wenn ihr dem so ein bisschen folgt und jetzt nicht denkt, der Toto geht total ab hier, macht Werbung für den Fred. Und das hat er noch nie gemacht. Nein, das habe ich noch nie gemacht. Aber ich meine, wenn es dann an der Zeit ist, dann kann auch der Toto das ruhig mal machen. Denn ich bin auch nur ein Mensch und habe auch nur ein Herz und das Herz gehört natürlich denen, die sich so einbringen. Und ich glaube, der Fred auch in der Szene hier bringt sich auch immer ein. Da kannst du reden, was du willst. Ich meine, er macht Clash of Clans,
nach wie vor, ich war auch ganz froh, dass er Clash of Clans weitermacht, denn ich habe mal gedacht in seinem Kanal, das hört irgendwann mal auf mit Clash of Clans. Das ist sehr, sehr schade. Jemand, der hier von der Pike an dieses Spiel spielt und dieses Spiel auch aufnimmt und der sich auch unheimlich verändert hat, macht das plötzlich nicht mehr. Das wäre ein bisschen doof. Das wäre sogar ein bisschen doof für mich. So, jetzt mache ich es mal aus. Das wäre ein bisschen doof für mich. Und denn was soll ich denn da machen? Wo soll ich in Clash of Clans gucken? Ich meine, okay, bei Izu kann ich Rathaus 13 Angriffe gucken, bei Looms kann ich Streams schauen. Und dann ist das gewesen. Das kann es ja nicht gewesen sein. Also bin ich schon ganz froh, dass er das Ganze weitermacht und auch dieses Projekt hier weiterbringt. Ist, glaube ich, das zollt den Tribut, dass er auch seine Reichweite dort nutzt und das Ganze irgendwo publik macht. Nicht für sich. Ich glaube, das macht er auch nicht aus eigenen Stücken, sondern das macht er, weil es ihn auch ein bisschen betrifft. Denn sie war ja dort bei ihm in der Community, im Clan. Und wie gesagt, ich konnte mich daran erinnern, als ich den Namen gelesen habe, dass auch schon mal ein Kommentar unter meinem Video stand. Das hat mir eigentlich so ein bisschen so diesen Tick gegeben, so Toto, da musst du jetzt mal was machen. Du musst jetzt mal aus deinem Herzen sprechen und nicht nur vom YouTube, Twitch und ich will hier Zuschauer und was verdienen Verstand, sondern aus dem menschlichen Verstand. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Ihr wisst, ich mache das hier sehr, sehr gerne. Für mich, das ist hier ein Hobby für mich. Und das Hobby hat auch kein Ende, denn wir machen jetzt gleich noch einen Live-Angriff. Wir machen noch einen Live-Angriff, also einen Real Talk Live-Angriff. Okay, Troll Tesla auf 3. Ne, der war auf 9 Uhr. Okay, der war auf 9 Uhr, hatte aber auch keine Chance. Schön gemacht, Nügen. Und danke auch für dein Video, was du eingereicht hast. Wir führen im Moment 15 zu 5 gegen Villa N. Nee, wie heißen die? Enredro. Und es geht hier ums nackte Überleben. Keine Frage, ihr seht, wir sind hier auf dem absteigenden Ast, aber wir kämpfen auch gegen den letzten. Und mit ein paar Sternen können wir Quoi noch überholen, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Also ich muss eben noch mal, ich muss auf nichts warten. Wir können eigentlich direkt reingehen. Ich muss eben nur mal gucken nach der Taktik, die ich so an den Tag lege. Oh, hier ist noch was live. Oh, ich habe auch immer Glück, wenn ich irgendwie was aufnehme abends. Dann sind die Leute hier manchmal auch live. Okay. Das ist aber auch real. Das ist Real Talk. Und deswegen hoffe ich, dass euch das Ganze trotzdem heute gut gefallen hat. Auf Mittwoch. Der Mittwoch ist nicht so unbedingt oder ist nicht unbedingt ein videostärkster Tag bei mir. Meine Videos sind im Moment eh nicht so dolle belegt, aber ich bin immer noch ganz zufrieden, wenn ihr mir so ein bisschen die Stange haltet und dem Spiel vor allen Dingen die Stange haltet. Und deswegen sehe ich dem Ganzen auch nicht so mit einem weinenden Auge, aber es ist der Hollywood-Sklave. Okay, den kenne ich. Den kenne ich. Mal sehen, was die Bets hier machen gegen den Elektrodrachen. Okay, die fliegen nochmal nach außen. Hier wird nochmal gefrostet, aber es ist auch eine ganz, ganz enge Sache hier am Rathaus. Da ist noch Heiler, da ist noch Queen und Junge, Junge, Junge. Okay, das Rathaus ist nicht Max, da wird nochmal gefrostet, dass es nicht ganz so schlimm wird. Außen geht aber noch eine ganze Masse, sehe ich gerade. Mit King und mit Hexen und auch mit dem Bowler. Und hier in der Mitte, na komm, Queen. Gegen den Single Inferno hier. Da sind noch Hexen dabei. Und schafft die Queen den Single Inferno? Jo. Das packt sie. Okay. Außen packen das die Truppen da. Oh, außen. Außen wird sehr, sehr schwierig. Außen wird echt schwer, das zu machen mit den Hexen. Jetzt ist kein Flächenschaden. Oh doch, es ist nochmal Flächenschaden da. Ich habe gerade einen Hex. Dagegen hilft lupenreines Wasser. Entschuldigt, ich nehme das mal auf hier. Wenn wir real machen, dann machen wir auch richtig real. Das ist auch immer so in meinen Livestreams. Da lasse ich auch nichts aus, weil da kannst du auch nichts schneiden. Hier kann ich das schneiden, aber es mache ich nicht. Das mache ich jetzt mal an der Stelle nicht. Das lasse ich euch mal laufen, auch wenn es jetzt ein bisschen länger wird. Ist das nicht so schlimm? Ich wollte noch mal auf die Sache drauf aufmerksam machen und dann kann so ein Video auch ruhig mal 20, 30, 40 Minuten gehen. Das ist egal. Das schneide ich euch zusammen und präsentiere euch das. Ich hoffe, ihr schaut das auch. Ihr teilt das Video. Ich habe das
Mobile Fanboy Video auch, als ich es gesehen habe, direkt geteilt in meine sozialen Medien, also auf Facebook und zumindest auf Twitter. Dort könnt ihr auch nochmal nachschauen, wenn ihr die Links denn jetzt nicht hier unten unter dem Video findet. Und dann macht euch einfach mal schlau, und wenn ihr gerne 1 Euro über habt, jeder Euro hilft, dann spendet ruhig. Wie gesagt, ihr könnt das anonym machen, und es dient der Sache, um Menschenleben zu retten, um das ganze Menschenleben retten zu erforschen vor allen Dingen. Und das ist auch eine ganz enge Kiste hier. Das ist ein Time. Na, war das ein Time-Feld? Ich weiß es nicht genau. Aber ich muss jetzt selber noch ran. Ich muss jetzt selber noch ran, und zwar auf eine Base hier, auf diese hier. Ich weiß auch noch nicht, wie. Ich muss kurz mal überlegen. Also kurzer Cut. Und wenn ich meine Brille absetze, Leute, dann wird es ernst. Okay, wir gehen hier mal rein, dann wird es ernst. Ich habe so ein bisschen was da beisammen. Das ist jetzt wirklich eine Truppe, mit der würde ich nicht unbedingt angreifen. Aber ich greife einfach mal mit dieser Truppe an. Denn wir brauchen noch ein bisschen Sterne. Es geht hier ums nackte Überleben. Wir holen uns das Rathaus, wir holen uns die Queen und wir holen uns noch ein bisschen mehr. Hoffe ich. Wie wir das Ganze machen, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden das Ganze irgendwie machen. Wir werden das Ganze irgendwie machen. So, King raus. Unsere Queen muss hier raus. Und es wäre ganz cool, wenn dort der Felsenwerfer fällt. So. Beziehungsweise die Luftabwehr fällt. Wir nehmen nämlich den Felsenwerfer jetzt einfach hier so rein, um hier die Clanburg zu locken. Wir gucken mal, was da rauskommt. Okay, da kommt ein Elektrodrache raus. Das ist in Ordnung. Wir dürfen nur nicht unsere Queen verlieren. Alles klar. Wir dürfen nur nicht unsere Queen verlieren. Und wir dürfen auch nicht unseren King verlieren. Wir müssen ja nur zwei Sterne machen. Das heißt, wir reiten jetzt mit unseren Hogridern hier den hier davon. So, komm, komm, komm. Den nehmen wir mal eben in Gift hier. Dann ballert er auch nicht mehr ganz so stark. Und dann hauen wir hier noch ein bisschen was rein. Wir können hier gleich noch ein paar Loons starten hier von der Seite. Und auch von hier hinten. Da sind die noch dabei. Die Hawk Rider. Noch einmal ein Gift. Und wir haben ja schon, zweiten Stern. Okay, ich wusste nicht, wie ich die Base hier anders irgendwie hinkriege. Aber naja, okay. Es geht hier ums Überleben. Wir müssen hier überleben mit zwei Sternen. Ich bin echt mal gespannt, wie wir das noch reißen. Der Elektrodrachen ist ganz schön böse. Okay. Ja, ich wollte die Prozente reißen hier. Ganz, ganz klar. Ich wollte ganz klar die Prozente reißen. Denn hier hinten mit dem tiefstehenden Single Inferno und der Queen. Sicherlich kann man das anders machen, aber wir haben hier die zwei Sterne drin. 22 zu 5 führen wir. Das sieht noch ganz gut aus. Was sagt die Meute? Noch nichts. Ah, okay. Oh yeah. Wir sind noch ganz gut dabei. Also sprecht mich ruhig morgen Abend an. Dann sehen wir hier vielleicht noch so den einen oder anderen Kampf. Gucken wir mal. Ich bilde das nochmal nach. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wir haben mal ein bisschen Real Talk gesprochen. Wir haben ein bisschen Clash of Clans gesehen. Und wie gesagt, geht unten in die Links rein. In der Beschreibung einmal zum Mobile Fanboy sein Video. Dort seht ihr dann auch nochmal den Spendenlink. Den Spendenlink habe ich aber auch nochmal extra verlinkt. Oder geht oben in die Infokarte. Dort ist das Video auch nochmal da. Und ich hoffe, das wird eine coole Sache. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Und ich hoffe, es hat dem Fried jetzt nicht missfallen. Alles klar, wenn ja, dann kann er mir ja schreiben, dass ich das Video wieder löschen soll. Aber ich glaube, das dient dem guten Zweck. Und dem möchte ich mich ganz gerne anschließen. Also vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen und habt einen coolen Mittwoch. Bis heute Abend. Euer Toto. Der Sturm.